Einen guten Abend. Ich freue mich sehr. Volles Haus. Selten waren die Plätze so schnell in der ersten Reihe besetzt wir haben zu Gast zwei Duisburger Urgesteine und das erste Mal zusammen und ich freue mich riesig, oder zwei Aushängeschilder muss man ja sagen, er ist gebürtiger Duisburger, sie nicht, aber zwei Aushängeschilder, die, glaube ich, das erste Mal zusammentreffen, umso schöner, dass das hier passiert. Jetzt bin ich 20 Jahre Scheuermann und das, so lange hat es gedauert, bis ich dich hier endlich mal auf die Bank kriege, also wirklich, ich bin sehr stolz und freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Den dritten Teil unserer Scheuermann im Gespräch-Reihe beizuwohnen. Anke Johansen, Musikerin und Lyrikerin und Moderatorin und so weiter, Schriftstellerin und, das kann man alles gar nicht aufzählen, Pianistin und Komponistin, wird durch den Abend führen und Kai Magnus Ding wird alles Mögliche beantworten. Lässt sich führen. Auch wie seine Berufsbezeichnung eigentlich heißt. Aushängeschild. Wunderbar. Wunderbar. Ich wünsche uns und Ihnen sehr viel Freude und sehr viel Spaß. Und das heißt Scheuermann im Gespräch. Das heißt, Sie sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Und dann rein in die Kartoffeln. Ja. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Eine ganz große Freude ist das, dass ich jetzt hier heute Abend wieder sitzen darf. Wir hatten ja im August die Gisela Steinhauer, hier im September den Bernd Möhlender. Heute haben wir Kai Magnus Ding hier und wir haben da hinten schon kräftig geplaudert und wir hatten uns im Vorfeld darauf verständigt, dass wir das sehr spontan aufziehen heute, weil was uns eint, ist unter anderem, das ist möglicherweise auch das, was sie hierher gebracht hat heute, die Liebe für Duisburg, beziehungsweise auf jeden Fall der Bezug zu Duisburg. Und ich denke, auf Basis dessen wird es sich sehr schön mit Ihnen und mit dir sprechen lassen, und sehr viel mehr als das weiß ich jetzt auch noch nicht. Was ich vielleicht trotzdem sagen sollte und was ich auch tatsächlich sagen möchte, ist, ich habe mich jetzt mit Kai Magnus Ding in den letzten Tagen nochmal aus gegebenem Anlass etwas intensiver beschäftigt, also speziell auch mit seiner aktuellen CD Tod unter Gurken Teil 3. Und ich gebe es gerne zu, ich bin kein Fan von Hörspielen, beziehungsweise sagen wir mal so, ich habe in meiner Kindheit viele Nächte damit verbracht, mit Alf einzuschlafen. Und das war so mein Ding. Ja? Und nach Alf kam eigentlich nie irgendwas, was mich irgendwie in den Schlaf gebracht hätte. Jetzt bin ich gestern doch tatsächlich mit Teil 3 eingeschlafen, hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, das darf ich hier nicht erzählen, um dann in einem Interview heute zu erfahren, dass Kai Magnus Ding das sogar als so eine Art Vertrauensbeweis bewertet, wenn man bei seinen Hörspielen einschlafen kann. Dann habe ich gedacht, kann ich das doch einfließen lassen, dass ich also jetzt ganz frischer, bekennender Fan der Gurkentruppe, nenne ich es jetzt einfach mal, bin. Und das möchte ich unbedingt losgeworden sein. Du hattest im Vorfeld quasi eher im Understatement gesagt, wir müssen hier gar nicht groß PR machen, aber das will ich wirklich gerne loswerden, dass ich das also großartig gefunden habe gestern Nacht und dann beim Joggen heute nochmal, also großes Tennis. So, jetzt sitzen wir hier, das Thema heute ist wie in Duisburg. Bevor Kai Magnus Ding seine Drehzahl erhöht, würde ich gerne einfach mal kurz ins Publikum fragen, wie in Duisburg jetzt mal gedacht als Satzanfang. Gibt es spontane Vervollständigungen Ihrerseits? Wir in Duisburg, Sie dürften jetzt einfach mal spontan aus dem Publikum heraus. Lieben unsere Stadt. Lieben unsere Stadt, nehmen wir, gerne. Wir in Duisburg lieben unsere Stadt. Weitere Vervollständigungen? Sind zu wenig stolz auf diese Stadt. Okay, spannend. Ich bin kein Stadtanfänger. Aber echt. Okay, wir sind echt und hier war gerade? Sind keine Stadt für Anfänger. Keine Stadt für Anfänger? Okay, wir vielleicht noch ein letztes Mal. Zu wenig mit den Dingen, die positiv sind. Ja. Okay, ja. Da kommt viel Nicken. Okay, dann nehmen wir vielleicht das jetzt mal so als letzten Beitrag. Wir werden vielleicht zum Ende hin nochmal fragen. Vielleicht entwickelt sich das hier ja auch. Was uns ja quasi an der Stelle unterscheidet, ist, dass ich hierher gezogen bin und sehr bewusst entschieden habe zu bleiben. Und du bist hier aufgewachsen. Du bist, Elisabeth hat es gerade gesagt, ein Aushängeschild. Empfindest du dich so? Dafür bin ich zu schwer. Das wird der kleine Klinke aushalten. Nein, empfinde ich nicht so. Ich bin hier einfach nicht weggekommen. Ist doch
auch ein schöner Liebesbeweis. Ja, ist auch ein schöner Liebesbeweis. So wird manche Goldhochzeit begangen. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe das. Ich bin hier geboren. Ich bin hier groß gewachsen worden. Ich bin zur Grundschule. Ich bin zum Landvermann. Ich habe da Abi gemacht. Ich habe in Bethesda Zivildienst geleistet in der Patientenseelsorge. Ich habe also jeden. Versuche das gerade vorzustellen. Ja, das war witzig. Das war aber auch interessant. Also ich musste jeden Patienten, der in den Jahren 98, 99 ins Bethesda eingeliefert worden ist, den habe ich begrüßt. Ne? Und im Namen der evangelischen und katholischen Kirche, also das war so eine Diakonie wie heißt es bei den? Caritas. Entschuldigung, Caritas. Denke, muss es ja wissen, ich habe es ja studiert. Richtig. Habe ich alle begrüßt und das war sehr spannend, weil du bist auf jede Station gekommen und das war auch sehr lehrreich, weil du kamst direkt nach der Onkologie war dann die Geburtenstation. Und das, ja, also, aber du siehst eben, und das macht es spannend, ne? wie fragil das Ganze ist. Ne? Du hast hier wirklich diesen, hast da so eine Betroffenheit und da hast du dann das Glück und da. Manchmal vermischt sich das auch, weil du hast natürlich auf der Säuglingsstation Schicksale und umgekehrt. Also, das war total spannend. Das war wie so ein, also das meine ich überhaupt nicht abwertend, das war wie ein Adventskalender. Du bist in irgendeine Tür gekommen, die sahen alle gleich aus und hast dir geguckt, was ist denn dahinter? Und das jedes Mal so in so ein kaltes Wasser geschubst zu werden, das war total spannend. Und dann habe ich studiert, das habe ich aber in Bochum gemacht. Und ich habe weit weniger gebraucht als manche andere Studenten. Ich brauchte nur 18 Semester, aber mit Abschluss. Also neurodeutsche Literaturwissenschaft, Linguistik und Dogmatik. Und ich habe 18 Semester gebraucht, weil ich schon damals auf Tour war. Also ich habe selten nach Interesse studiert, sondern nach Tagen. Also ich konnte dienstags bis donnerstags. Ja, weil ich hatte noch kein Auto und bin donnerstags wirklich morgens um 8 mit dem Trolley in die Uni, also zum Hauptbahnhof, ich bin gependelt. Kommst du oder gehst du? Kommst du oder gehst du, genau, das alte Ding. Kommst du oder gehst du, dann habe ich das in meinen Trolley im Hauptbahnhof Bochum abgegeben, bin zur Uni weiter und ab 14 Uhr bin ich dann, war ich auf Tour. Also Wahnsinn. Bin dann mit dem Zug nach Flensburg und freitags irgendwo und Samstag, Sonntag und dann Montag aus Berlin so gefahren, dass ich um 12 Uhr an der Uni wieder saß. Also so war das immer, es war nicht unanstrengend. Aber auch toll, ne? Weil eben auf der einen Seite bist du aufgetreten und auf der anderen Seite hast du eben diese Schulbank gedrückt, ne? Und hast dich eben mit ganz anderen Stoffen beschäftigt, also mit Literatur, mit Linguistik und Dogmatik eben, also Theologie, deswegen hätte ich es wissen müssen, aber ich kam gerade nicht drauf. Und war aber da auch manchmal Monate in Berlin oder in Hamburg oder in München, also ich war schon weg und dann bin ich aber immer hier wieder hingekommen und habe gedacht, aber das ist hier zu Hause. Hier wirst du verstanden. Und das meine ich wie wir hier sprechen und wie wir denken, das ist kurz, das ist knapp, das ist alles mit gesagt, das ist nicht falsch und das gefällt mir. Und wenn ich so mache viel mit Kollegen, die kommen dann aus Berlin, Hamburg, München, was auch immer, Stuttgart und dann sind die hier im Hotel am Dellplatz oder in der Innenstadt und in Oberhausen und dann sagen die oft, mein Gott, ist das hässlich hier. Aber die Leute sind so nett. Da habe ich gedacht, und das ist es doch. Ne? Was bringt mir eine schöne Gegend, in der nur Arschlöcher stehen, sag ich. Dann bin ich doch lieber hier. Und ich genieße das. Freue mich, dass ich hier wohne in Neudorf, ziehe aber bald nach Düsseldorf. Also das ist die einzige Veränderung in meinem Leben. Wobei ich aber auch denke, wenn ich dann durch Düsseldorf gehe, Neudorf ist auch schön. Also, nein, und dann denke ich mir, du kannst aber alles zu Fuß machen, du kannst alles mit dem Rad machen und du bist, zack, bin ich im Duisburger Wald, guck mir die Wildschweine an und bin zu Fuß auch an der 6-7-Platte Regattabahn. Also ich brauche, mehr brauche ich eigentlich nicht. Wie gehst denn du damit um, wenn du dann, also ich erlebe das zumindest so, wenn ich dann außerhalb Duisburgs bin, meinetwegen dann auch als Künstlerin auf der Bühne,
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann sage, ich komme aus Duisburg, dann ist das nicht ein zur Kenntnis nehmen meines Gegenübers, sondern es ist direkt irgendeine Art von Bedauern oder keine Ahnung, ja. Irgendwas passiert dann im Gesicht des Gegenübers. Ja. Und ich beuge dem meistens vor, indem ich dann, wenn ich gefragt werde, direkt antworte, ich komme aus dem schönen Duisburg. Und bin dann immer direkt parat, von den ganzen Sachen zu schwärmen, von denen die Leute nichts wissen. Wie machst du das, wenn du das Gefühl hast, du stößt da auf, wie soll ich sagen, Widerstände oder Abwehr? Dann lasse ich die Abwehr hochkommen, dann kommt irgendein Kommentar und dann sage ich immer, sagt mir einer aus Mainz. Verstehe. Oder was auch immer. Ja, ja, ja. Also das ist ja das Schöne, wenn du rumkommst. Ich war letztens in Berlin und ich finde das toll. Du steigst aus dem Hauptbahnhof, du hast den Reichstag und das Kanzleramt unter den Linden und bin ich dann, also Brandenburger Tor, Friedrichstraße und fantastisch. Ne? Und dann Berliner Ensemble und Tränenpalast. Und da werde ich aber mit so viel, ich sage immer, Geschichte zugeschissen. Wirklich, dass ich nach einer Woche, steht es mir hier. Das reicht mir dann. Und da komme ich dann wieder, steige Ausgang aus. Und denke, im Osten sah es nie anders aus. Und dann denke ich, wisst ihr, also das ist... kannst du auch nicht jeden Tag Sahnetorte essen. Also manchmal ist ein Butterbrot auch lecker. Also okay. Ich finde, und das, was ich gerade sage, ich habe mit Dietmar Bär letzte Woche gearbeitet. Wir haben ein Hörspiel aufgenommen und der hatte immer zwei Wohnsitze. Eine Wohnung in Köln, weil er angefangen hat und eben durch den Tatort viel dreht, und in Berlin. Seit 95 wohnt er da. Und der sagte, er zieht jetzt aber auch bleibt jetzt in Köln. Weil er sagte, in der Pandemie, und das habe ich von einigen gehört, die in Berlin saßen, saßen die in Berlin, und Berlin war eben nicht mehr das, was es vor der Pandemie war. Also Libanese, also zum Essen, Libanese, Türke, Italiener, Grieche, Asiate, Theater, Leben. So, es war tot. Und dann wirst du auf das zurückgeworfen, was es dann ist, ohne all diese... Sag mal, und den Firlefanz und die Ablenkung. Und da habe ich gesagt, ich hatte in der Pandemie in Duisburg kein Problem. Ja, ich habe hier meine Restaurants, die mir gefallen haben. Ich brauche auch keinen Firlefanz, brauche keine Ablenkung. Wenn du das aber brauchst für dich, und das ist dir wichtig, ich will nichts gegen Berlin, finde ich wunderbar. Auch Hamburg, meine Lieblingsstadt, traumhaft, also von deutschen Städten. München. Aber dann denke ich mir, ich habe doch hier, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe meine Freunde hier, ich habe meine Familie hier. Warum soll ich woanders hin? Natürlich müsste man jetzt Onkel Stereo zitieren mit diesem Zitat: Berlin kann jeder, Duisburg muss man wollen. Ne? Das wird Ihnen mittlerweile allen geläufig sein. Onkel Stereo ist der Laden hier um die Ecke, der, glaube ich, den Spruch als erstes geprägt hat. Ja, war das denn für dich so, dass du irgendwann mal nochmal sehr bewusst entschieden hast? Ich bleibe trotzdem, also meinetwegen, wenn du während des Studiums schon durch die Gegend gereist bist mit deinen Programm, da hattest du ja dann immer mehr Vergleich. Mhm. Und war das dann so, dass du dann irgendwann gesagt hast, ja, ist alles nett, aber ich bleibe trotzdem, oder war das für dich nie, also in Frage gestellt? War das für dich irgendwie immer klar? Nein, das war nie klar. Also ich bin zur Uni gependelt, weil ich mir einfach sagte, ob ich jetzt da in einer schäbigen Studentenbude wohne oder noch ein, zwei Jährchen bei den Eltern und dann ausziehe. Dann bleibe ich doch, kann ich auch zu Hause bleiben, was ich auch gemacht habe. Und dann gab es aber während der Tour, also ich spiele vor Corona 180 Abende im Jahr. Wahnsinn. Und also jeden zweiten Abend und jeden Tag am Wochenende, also das musst du ausrechnen. Das musst du ausrechnen. Genau. Also da bist du viel unterwegs und lebst viel aus dem Koffer und bist viel in Hotels. Und dann lernst du diese Städte. Also ich lerne die kennen, weil ich immer gucke, dass ich wirklich mittags in der Stadt bin, Hotel, Fenster auf, durchlüften und dann laufe ich, dann gehe ich spazieren, dann gucke ich mir diese Stadt an und dann denke ich mir, es gibt wunderschöne Ecken, ist gar keine Frage. Aber wenn man sich zum Beispiel auch Heidelberg anguckt, ja, was war das vor 20 Jahren zauberhaft? Ich war vor 19, September 19 wieder da, die ganzen alten Studentenkneipen weg, dann hast du da wieder Pizza Hut, du hast das. Es sieht überall gleich aus. Wenn du mit den Leuten, die da Kultur machen, sprichst, die Probleme sind überall die gleichen. Also, dass man sagt,
Nur Duisburg hat die Probleme. Das stimmt nicht. Das, die sehen anders woanders aus, aber es ähnelt sich natürlich. Und ich habe mal hier am Sonnenwall eine Politikerin getroffen aus Duisburg. Ich sage nicht, wer. Jetzt hätten wir so viele. Und ich sage, und wie geht's Ihnen? Ach, sagt sie, manchmal bin ich froh, wenn ich hier weg bin. Und da habe ich gesagt, das ist aber der falsche Anspruch. Genau gerade für Leute wie Sie. So, Sie sind jemand, der das nach außen hin auch letztendlich, wie auch ich oder auch wie du, auch wenn du nicht hierher kommst. Ich finde, wenn man etwas mag, so wie du oder ich, diese Stadt, aus welchen Gründen auch immer, da kann man die auch gerne mal auf die Schippe nehmen. Also ich sage auch immer, der Duisburger Hauptbahnhof ist der einzige Hauptbahnhof der ganzen Welt, der mit Tesa Kreppband zusammengehalten ist. Noch. Wir werden es irgendwann vermissen. Und ich finde diesen Hauptbahnhof so schön, wenn ich mal ehrlich bin. Ja? Also diese Architektur drin, die Bahnsteige und die... Es darf halt nicht regnen. Nein, ist alles super. Du wirst echt patschnass. Genau. Oh. Ja. Aber es ist doch zauber. Aber wenn ich das auf der Bühne erzähle, egal in welcher Stadt, weil das ja hier auch so ein Hauptknotenpunkt ist, die lachen alle, weil sie alle schon mal nass auf dem Hauptbahnhof waren. Das verbindet ganz Deutschland mittlerweile, glaube ich. Und das ist das Schöne. Wo kommst du denn her eigentlich? Ich bin tatsächlich aufgewachsen an der Schweizer Grenze. Rheinfelden. Waldshut-Tingen hätte ich im Angebot. Waldshut-Tingen, oh ja, Gott. Oder auch Dankstetten für oder Lauchringen. Bad Säckingen ist ja auch da. Ja, das ist stimmt, das war auch so eines der Städtchen. Und tatsächlich ist aber meine Familie mütterlicherseits hier aus Duisburg. Mhm. Das heißt, für mich war Duisburg dann in meiner Jugend die Stadt, die ich im Sommer in den Ferien angesteuert habe, um hier shoppen zu gehen. Urlaub zu machen. Weil unten an der Schweizer Grenze war alles unfassbar teuer und das hier war Mekka. Es gab damals noch Hertie, meine ich. Und den Innenhafen gab es in meiner Erinnerung überhaupt nicht. Ich erinnere mich aber, dass ich in meinen Teenage-Jahren dann mal nach Duisburg kam und dann war da plötzlich dieser bunte Vogel. Also ich weiß heute, dass er Lifesaver ist. Und ich weiß, dass ich damals vor diesem Vogel stand und dachte, Duisburg hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wie kontrovers dieser Vogel diskutiert worden war, wusste ich natürlich alles nicht. Auf mich als junger Mensch wirkte das wie so eine Ansage. Uns gibt's noch, wir zappeln noch oder wir leben noch. Ne? Also habe ich Duisburg immer so punktuell aus der Ferne kennengelernt. Und das war dann eben zu der Zeit die Stadt meiner Großtanten vor allen Dingen. Und irgendwann bin ich dann in meinen Mitzwanzigern hier quasi hängen geblieben, eigentlich nur vorübergehend, um ein bisschen auf meine Großtante Acht zu geben, die mittlerweile hochbetagt war und ohne eigene Kinder. Und dann starb die irgendwann und damit war für mich eigentlich das Kapitel Duisburg zu Ende. Das war so nach 2 Jahren und tatsächlich durch diesen Verlust war auch für mich klar, was hält mich hier. Aber durch meinen Beruf und durch das Musikmachen gingen dann plötzlich so Türen auf. Und damals war es vor allen Dingen das Café Caldi in Ruhrort für mich. Das war plötzlich so ein, ich sag jetzt mal Anker. dieses Café hieß ja damals tatsächlich mal ganz früher auch zum Anker. Und dann passierte genau das mit den Menschen. Dass ich irgendwie so dachte, die Menschen hier sind echt schwer in Ordnung. Und als Kreative hatte ich das Gefühl, hier ist noch Platz. Weil so die Städte, die ich normalerweise angesteuert hätte, wären vielleicht Hamburg oder Berlin gewesen. Aber da war ja auch schon eine große Übersättigung, vor allen Dingen im Bereich Musik. Und in Duisburg hatte ich das Gefühl, hier ist so ein, hier ist Platz und die Menschen schätzen das, wenn jemand bleibt. Und ja, tatsächlich. Und dann habe ich, ich habe das auch völlig absichtslos für mich dann so gehandhabt. Klar, ich wollte dann Duisburg für mich erkunden und ich bin dann auch so, dass ich eher die schönen Dinge sehen möchte und auch thematisiere. Und irgendwann in irgendeinem Interview sprach dann mal jemand davon, ich sei ja Botschafterin für Duisburg. Da habe ich gedacht, what? Aber es ist tatsächlich bei mir so ein schleichender Prozess gewesen, kombiniert mit der irgendwann sehr bewussten Entscheidung, die irgendwann kurz nach der Love Parade fiel. Also irgendwann nach diesem ganz, ganz, ganz schlimmen Unglück. Weil ich damals das Gefühl hatte, das ist genau der Grund zu gehen oder umso bewusster zu bleiben. So, ne? Und für mich war dann irgendwie klar, auch wenn es für die Kulturlandschaft jetzt richtig, richtig schwer wird hier in Duisburg, fände ich es jetzt komisch zu gehen. So, und ja, irgendwie ist da, glaube ich, so eine tiefe Liebe, die sich wahrscheinlich auch auf meine Familie zurückführen lässt, zu wissen, wie viel Familiengeschichte hier stattgefunden hat. Aber mittlerweile ist es natürlich auch mein ganz persönliches
ja, meine ganz persönliche eigene Heimat geworden. Und ich war noch an keinem Ort so lange wie hier, ist mir neulich aufgefallen. Insofern ist es so eine gewachsene Liebe. Und was ich immer wieder feststelle ist, also du bist da für mich eine sehr schillernde Ausnahme. Ich kenne so viele Ur-Duisburgerinnen und Ur-Duisburger, die einfach nur über diese Stadt schimpfen. Und wenn ich dann frage, warst du denn mal da? Hast du dir mal das angeguckt? Dann kommt immer nur Kopfschütteln. Und ich habe mittlerweile so den Eindruck, die Menschen, die über Duisburg schimpfen, sind auch die, die über das Wetter schimpfen. Also irgendwas ist immer so. Ja, wirklich. Das sind die, die einfach gerne nölen. Und irgendwie lasse ich mich da mittlerweile überhaupt nicht mehr drauf ein. Wie gehst du damit um, wenn Duisburgerinnen oder Duisburger dir gegenüber anheben, über Duisburg zu schimpfen? Pff, mir egal. Hast du keine Zeit für, ne? Nee. Ach, was soll ich denn? Es gibt ja nicht schön, was stört die deutsche Eiche, wenn das Schwein sich an ihr... Hat meine Mutter immer gesagt. Nein, also weißt du, ich bin kein Nörgler, ich glaube. Ich halte eher meinen Mund. Okay. Weil, weißt du, entweder bevor ich da sitze und nörgel und dafür Energie drauf geht, dann mache ich doch lieber irgendwas. Ja. Also das ist genau wie mit Büchern. Ich bin kein, ich lese gern und viel. Und ich habe gerade schon gesagt, den Anspruch an Literatur, den ich habe, oder an Bücher, die ich habe, glaube ich, die werde ich im Leben nicht erreichen. Möchte ich aber auch nicht. Ich möchte einfach das machen, worauf ich Spaß habe. Mhm. Und ich will mich nicht verstellen, und entweder haben die Leute Spaß dran und die konsumieren das und hören das, oder sie lassen es bleiben. Aber mehr Anspruch habe ich nicht. Das reicht aber schon. Und dann möchte ich nichts hinterherrennen. Ja. Ich möchte aber nicht sagen, Thomas Bernhard, es gibt so eine schöne Anekdote, muss ich nie erklären, Thomas Bernhard, ne? Nee, hier nicht. Thomas Bernhard, das war als Anekdote. Thomas Bernhard, was ich immer so schön finde, und das finde ich für uns, das müssen wir uns auf die Fahnen schreiben. Mhm. Ganz im Ernst, Thomas Bernhard geht bei sich in Österreich, geht er essen in sein Wirtshaus, und dann der Wirt knallt ihm so das Gulasch vor die Nase und sagt zu Thomas Bernhard, ich habe Ihr letztes Buch gelesen, hat mir nicht gefallen. Hat Thomas Bernhard gesagt, für Sie habe ich es auch nicht geschrieben. Ah, gut, Mann. Das ist es. Da musst du erst mal hinkommen. Okay. Aber genau das ist es. Ja. Weil warum soll ich mich, dann war es nicht, ich lese so viel. Ich habe jetzt ein Buch, was mich total interessiert, habe ich hier gekauft, Auf frischer Tat heißt das Buch, das jetzt im September bei Rowohlt erschien, von Norweger, meine ich, und der hat sich so ein Spiel erlaubt, also das ist so ein literarisches Spiel. Er als Autor schreibt 15 Krimis, die aber von einem Herausgeber herausgegeben worden sind, den er erfunden hat, und es sind im Prinzip 40 Seiten Kurzkrimis, aber dafür 260 Seiten Kommentar, also Fußnote. Okay, genial. Und ich habe es vorgestern angefangen, und auf Seite 40 habe ich gesagt, oh, da muss ich nochmal... Nee, da muss ich nochmal bei. Ist nicht der richtige Zeitpunkt. Okay. Und dann sage ich nicht, das Buch ist nicht gut, sondern wir passen gerade nicht zusammen. Das heißt, dann schiebe ich es weg. Okay. Und dann lese ich wieder Simenon, weil ich denke, der geht immer. Da weiß ich, was ich habe. Das heißt, wenn wir diesen Aspekt jetzt auf Duisburg übertragen, hieße das dann eventuell ja auch, dass Duisburg auch eine Frage der Zeit ist. Also, dass das eine Frage der Reife auch so, ist. So, genau. Ja, im Prinzip ja, weil ich denke, was soll ich entweder entweder dann musst du gehen. Also egal in welcher Stadt, wenn dir was nicht passt. Und, und wenn dir alles nicht passt, dann solltest du mal überlegen, an wem es liegt. Ne? Also ob an allen schön. Umständen oder vielleicht an dir selber. Und, und das finde ich so, ich finde das, wir sind letztens samstags, da hat hier das, wie heißt das, das neue, auf der... bei Basisdruck auf der Kardinal-Gahlen-Straße ist so ein Biomarkt, und da ist so ein alternatives Zentrum. Stapeltor, danke, genau. Und da hat ein Kollege ein Kinderstück aufgeführt. Mhm. Und da sind wir morgens mit dem Rad über den Wochenmarkt, wo wir eingekauft haben. Dann waren wir was essen mittags. Dann sind wir noch Kantpark auf den Spielplatz gegangen, haben am Sonnenwall einen Kaffee getrunken, sind bei Stapeltor, haben das Theaterstück gesehen. Und abends um 7:30 lagen wir um dem Sofa. Alles in einer Stadt, alles an einem Tag, alles schön mit dem Fahrrad, an der Luft, Bewegung, nette Leute. Entschuldigung, wo hast du das?
Also, es gab auch Abstriche in der B-Note, aber ich denke halt auch, ist trotzdem schön. Ich denk halt auch häufig, also zum einen, also ich war in meinen 20ern relativ viel auch in den USA und bin relativ viel gereist. Und ich bin dann zwar häufig an sehr schönen Orten gewesen, aber ich habe dann irgendwann neben diesem Aspekt, dass ich das mit den Menschen hier sehr angenehm fand, hatte ich eben auch das Gefühl, hier stimmt der Schnitt für mich. Also so, meine Großtante würde jetzt sagen, Duisburg ist so grün. Das hat sie mir in einer Tour eingeimpft, wie grün doch Duisburg sei. Mittlerweile verstehe ich, was sie damit gemeint hat. Oder auch das viele Wasser. Und jetzt mal unabhängig davon, welche strategischen Entscheidungen hier in Duisburg in die eine oder andere Richtung gelingen oder misslingen, denke ich immer so, ja, die Lage Duisburgs und das Wasser zum Beispiel um uns herum, das ist, was es ist. So, dass ich denke dann immer, das kann uns alles niemand nehmen. Und dann denke ich, hey, lieber unterschätzt werden als überschätzt. Weil wenn ich mir vorstelle, wir würden in so einer A-Stadt leben, die ständig ihren Ruf irgendwie untermauern muss und sich ständig neu beweisen muss, was ein Stress, denke ich dann immer so. Und ich habe auch als Künstlerin für mich die Erfahrung gemacht, es ist nicht verkehrt, so ein bisschen auch unterschätzt zu werden. Und Duisburg wird ja in einer Tour ja nicht nur unterschätzt, sondern manchmal auch geringschätzt. Aber im Grunde genommen, finde ich, lässt sich damit hervorragend arbeiten. Und wenn es ist, dass man den Leuten tatsächlich auch mal liebevoll, so wie du jetzt meinetwegen auch bei dieser Politikerin, den Spiegel vorhältst. Genau. Weil letztlich ist das wirklich meine Beobachtung, es ist eine Lebenseinstellung. Und entweder du siehst die Möglichkeiten und nutzt sie und lässt dich davon auch anstecken, wenn andere es dir gleich tun und findest dann meinetwegen auch Verbündete. Mhm. Oder du entscheidest dich halt zu schimpfen und dann wirst du hier in Duisburg halt leider sehr fündig. Angefangen mit den Schlaglöchern, die für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ein Albtraum sind, bis hin zu, was weiß denn ich? Ja. Das sind doch Impulse. Ah, die Schlaglöcher? Gut fürs kreative Denken oder so. Da war ich, ja. Aber genau, das ist, meckern ist mir zu wenig, was habe ich ja gerade gesagt, das ist einfach, du hast natürlich recht, wenn du dann guckst und dann kannst du natürlich anfangen, oder wenn ich einen schlechten Tag habe und dann stehe an ein paar Ecken, dann denke ich mir, mein Gott, im Himmel. Ja. Aber dann denke ich, ja, aber ich kenne die auch aus anderen Ecken, das muss ich sagen. Und ich bin ein, Punkt. Ich fände das jetzt interessant, wie das weitergegangen ist. Ja, ich bin auch ein ausgesprochener Nachtmensch zum Beispiel. Ich habe immer genossen, wenn ich so nach Auftritten und dann bist du in einer Großstadt wie Hamburg oder München oder Berlin, Frankfurt, und dann ziehst du noch um die Häuser. Mhm. Also ohne Ziel, einfach wenn die in so einen Stecker gezogen. So, und da gehst du um 0 Uhr irgendwo lang. Und ich mache das seit 27 Jahren. Das konnte man vor 10 Jahren noch gut machen. Und mittlerweile ist es, da komme ich aus dem Theater und denke, ach, da kann ich jetzt auch mal ganz schnell ins Hotel gehen. Also auch das hat sich überall geändert. Vielleicht wird man auch älter oder empfindlicher oder ängstlicher. Ich weiß es nicht. Aber du kannst überall was sehen, was dich abschreckt oder was. Und aber wenn du da positiv dran gehst und freundlich, dann denkst du, mach das doch. Und wie du schon gesagt hast, also Duisburg hat ja ein Händchen dafür, im genau richtigen Moment das Falsche zu tun. Ja. Geht dir das auch so, dass du, wenn irgendwelche Rankings veröffentlicht werden, wo wieder irgendwie das Schlechteste von irgendwas ausgewertet wurde, wenn ich das dann abfeiere, wenn wir nicht auf den ersten 5 Plätzen gelandet sind, dann weiß ich, dass ich Ur-Duisburgerin bin. Ja, natürlich. Mittlerweile, ne? Ja, natürlich. Aber weil du das mit nachts gerade sagtest, oder hast du gerade einen Gedanken gehabt? Ich habe nie Gedanken. Ah ja, das nehme ich an, das war. Das klären wir gleich. Aber das ist tatsächlich eine schöne Überleitung. Ich könnte einen Song machen, um jetzt einfach mal auch dieses Element mit reinzuholen, weil tatsächlich dieses nachts durch Duisburg zu streunen auch zu meinen großen, ich sage jetzt mal Leidenschaften gehörte, hat sich auch bei mir über die Jahre gewandelt. Aber es gab eine Zeit, besagte Zeit mit meiner Großtante, da bin ich tatsächlich, frag mich nicht warum, echt gerne auch mal noch um 22:30 abends joggen gegangen, weil ich es dann so schön fand, am Innenhafen meine Runde zu drehen, ohne, weiß ich nicht, von allen Seiten beobachtet zu werden. Und dann gab es tatsächlich diesen einen Abend, da hing, es war so, der Mond sichelförmig perfekt über dem Stadtwerketurm. Und ich war quasi am Anfang des Innenhafens angelangt und guckte also die volle Länge, das Wasser entlang auf diesen Stadtwerketurm und den Mond. Und das hat mich wirklich gepackt.
Also es hat mich wirklich gepackt. Und das war wirklich so ein Einchecken, wo ich so dachte, yo, so fühlt sich das an, wenn man wohin gehört. Das war wirklich ergreifend. Und natürlich, bei mir ist das oft so, dass ich unterwegs anfange, Liederideen zu haben. Und leider sucht man sich das auch nicht immer so ganz aus, was man dann schreibt. Also bei mir ist das so, wird dir vielleicht ähnlich gehen. Jedenfalls auf dem Heimweg hatte ich dann so eine Idee und habe dann mit meinem ganz großen Vorhaben gebrochen, niemals einen Song über irgendeine Stadt zu schreiben, und habe dann tatsächlich angefangen, etwas in Sachen Duisburg zu komponieren, und habe diesen Song dann in der Schublade verschwinden lassen, weil ich es schlimm genug fand, dass es so weit mit mir gekommen war. Naja, und dann habe ich irgendwie dann aber diesen Mädels im Kaldi dann davon erzählt. Die waren natürlich ganz scharf darauf zu hören, was ich da mir überlegt hatte. Naja, und dann bekam das doch diese Eigendynamik, dass ich den Song mittlerweile tatsächlich live aufführe, am liebsten außerhalb Duisburgs. Und dann kriege ich immer zu hören, können Sie so einen Song nicht auch mal über Oldenburg schreiben? Oder, nö. Oldenburg, gucken Sie sich doch mal um. Das werde ich dann beim nächsten Mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Dann würde ich Ihnen diesen Song, weil er, glaube ich, ganz gut in diesen Abendgast kredenzen. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen hören. Soundcheck haben wir keinen gemacht. Ich gucke jetzt einfach, dass das Klavier nicht zu laut ist. Ich mache vielleicht ein bisschen leiser, dann gucken wir mal, dass es einigermaßen hinhaut. Der Song heißt Schon allein für den Mond. Fast weiter geflogen, Wurzeln schlagen geht's halt nicht in ein paar Tagen. Heute steh ich hier. Was macht Heimat wohl zu dem, was es ist? Es ist der Ort, den man aus der Ferne vermisst. Ich bin hier bei mir. Schon allein für den Mond hat sich's heute Nacht gelohnt. Ich genieß hier den Hafen, während die Duisburger schlafen. Manch einer schaut nicht genau und sagt, es sei hier so grau. Doch ich find's hier grün und vor allen Dingen blühen die Menschen. Chemie. Dies ist eine Stadt, die Drama, aber auch Charme hat. Genau das mag ich an ihr. Schau dir die Vielfalt an, so ist doch viel schöner. Was wäre das Leben ohne Currywurst und Döner? Ja, es schmeckt mir hier. Schon allein für den Mond hat sich's heute Nacht gelohnt. Ich genieß hier den Hafen, während die Duisburger schlafen. Manch einer schaut nicht genau und glaubt, es sei hier so grau. Doch für mich ist's hier grün und vor allen Dingen blühen die Menschen. Ich kennt, der weiß, ich zieh gerne weiter. Doch wo sonst gibt's so eine große goldene Leiter? Ich glaub, ich bleib bei dir. Thank you.
Hafen, während die Duisburger schlafen. Manch einer schaut nicht genau und sagt, es sei hier so grau. Doch ich find's hier grün und vor allen Dingen grün die Menschen. Ja, das mit Chemie müsste ich dann eventuell dann zu deinen Gunsten mal überarbeiten. Ich war damals noch ziemlich ahnungslos. Sehr schönes Lied, vielen Dank. Ja, danke schön. Tatsächlich finde ich das Interessante an diesem Song, deswegen springen da, glaube ich, auch Menschen außerhalb Duisburg so drauf an. Natürlich geht es am Ende nicht um das Ankommen hier in Duisburg, sondern um das Ankommen bei sich selber. So, und deswegen finde ich auch immer dieses, wie Menschen hier unterwegs sind, sagt halt so viel über sie aus. Ne? Weil ich weiß für mich, dass als ich entschieden habe, mein Leben wirklich, in die Hand zu nehmen und Verantwortung für mein Leben und auch für mein Lebensglück zu übernehmen, da war Duisburg plötzlich ein Ort der Möglichkeiten. So. Und der Potenziale. Oh, und wir reden ja auch immer so gerne über Potenziale hier im Ruhrgebiet. Hast du denn manchmal für dich konkrete Gedanken oder, ja, Gedanken hast du keine, aber hast du manchmal Anwandlungen, Ideen, Einfälle, was Duisburg in deiner Wahrnehmung weiterbringen könnte? Ich habe das irgendwo aufgeschnappt auf LinkedIn, glaube ich, dass du neulich als so eine Delegation aus Baden-Württemberg da war. Bist du, glaube ich, mit denen unterwegs gewesen? Ja. Das heißt, du bist ja schon auch sehr konkret mit dem, ich sag mal, Groundwork zugange, was fürs Image der Stadt zu tun, ne? Ja, aber auch nur, wenn man, die haben nur, ja, wenn man nicht dafür Geld bezahlt. Ja, also, ja. Nein, ich finde das immer, ich meine, wenn man aus der Region kommt, wo an den Autobahnen steht, The Land, und das erzähle ich auch mal gerne, die Toten zur Gurken, das ist ja eine Hörspielreihe, die ich mit dem SWR mache oder gemacht habe. Und da haben wir eben also eine Dramaturgin sitzen, die auch aus Baden-Baden kommt. Und die sind ja humorbefreit. Das ist wirklich wahr. Da schicke ich ein Manuskript hin von einem Hörspiel. Und dann kriegte ich das allererste zurück. Und auf jeder Seite, das kommt wie ein Trüffelschwein, jede Pointe, da war da ein Kasten, dann machen die so ein Ding auf den Kasten, verstehe ich nicht. Und dann habe ich das meinem Regisseur geschickt, weitergeleitet. Ich sage, was mache ich denn? Ich kannte die Frau auch nicht wirklich. Ich sage, was mache ich denn da? Und sagte, ich beantworte das für dich. Und dann hat er unter jedem Kasten stand, verstehe ich nicht. Er hat darunter geschrieben, kannst du auch nicht verstehen, ist Humor. Aber, weißt du, und der kommt aus Aachen, gebürtiger Aachen, also da merkst du, NRW hat schon speziellen Humor, das Ruhrgebiet noch mehr. Es hat immerhin auch einen, ne? Es hat eben einen und oder zum Beispiel in einem Hörspiel, da habe ich meine, man denkt sich ja was dabei. Es ist ein Liebespaar, er heißt Roberto und sie heißt Pandora. Ich meine, man kann ja jetzt schon ahnen, worauf das hinausläuft. Beabsichtigterweise natürlich. Und dann wird er erdrosselt mit ihrer Unterhose. Und der Detektiv guckt sie das an und sagt, wenn das mal nicht die Buchse der Pandora war. Bitte. Seine. So. Oder kriegst du. Das heißt, du hast dann so eine Idee für eine Pointe und baust alles andere drumherum, alles, oder? Das ist eine doofe Pointe, aber es funktioniert ja. Und ich höre das und ich habe wieder riesen Spaß. Ja. Deswegen heißt die Frau ja Pandora. Das ist kein anderer Grund. Und er kommt aus Baden-Baden, müsste es nicht Büchse heißen. Nicht dein Ernst? Ja, natürlich. Oh Gott. Und dann frage ich, was soll ich in so einer Stadt? Was soll ich da? Nein, und das ist eigentlich für mich so ein Paradebeispiel. Sie alle lachen. Und dann hast du da so Furzknoten sitzen und denkst, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man
Über Humor lässt sich streiten. Ich will nicht sagen, dass, keine Frage. Es gibt auch Leute, die sagen, das finde ich nicht lustig. Thomas Bernhard. Ihr gutes Recht, aber wenn doch da jemand sitzt, der sich damit auseinandersetzt und dann auch weiß, in welche Richtung das Ganze geht, wie kann man denn so, aber richtig jedes Mal Kilometer weit daneben liegen? Das ist mir ein Rätsel. Ich finde das so schade. Und da sind wir eben anders. Und mir ist das aufgefallen. Das Schöne ist, wenn ich egal wo ich spiele, ob das Konstanz, Zürich, Flensburg, Belgien, Berlin, Dresden, vollkommen wurscht. Die lachen alle. Die lachen alle, ob ich Hömer erzähle oder irgendwas anderes. Weil entweder waren sie schon mal hier, sie kennen einen, der hier ist. Und selbst wenn das alles nicht der Fall ist, sie begreifen unsere Form der Lebenseinstellung und der Philosophie. Und die habe ich eigentlich, auch wenn ich vorher schon davon erzählt habe, erst richtig begriffen, als wir in Prosper Haniel in Bottrop noch mal unter Tage waren. Also mit die Letzten, wann war es? 2016 oder sowas. 2016, 2015, ich weiß nicht mehr. Und da auf 1000 Meter runter waren. Also wirklich. Und da habe ich gedacht, ich war so ergriffen, nach wie vor, da habe ich gedacht, so sind wir. Genau so sind wir. Das ist, wir werden nicht lang lamentiert, das sind kurze Sätze, ob die aus Russland, der Ukraine, aus Polen, aus Türkei, Rumänien, ist uns doch scheißegal. Es muss funktionieren. Ja, ja, ja. Und das ist es. Und deswegen Integration, so schwierig die oft auch ist, aber weil wir die seit Jahrzehnten leben müssen, weil eben hier immer eine Fluktuation war, immer so ein Melting Pot, wie das so blöd heißt, immer wir denken da gar nicht drüber nach, wir machen das einfach. Und das finde ich auch so klasse. Und so sind wir drauf. Hier wird nicht lang. Zum Beispiel, was ich jetzt gern erzähle, ist so Verabschiedungen. Nicht auf Wiedersehen, lebt wohl bis die Tage. Bums. Bis zu welchen, wann auch immer. Oder auch schön, man sieht sich. Die stehen sich noch gegenüber. Und letztes Mal, da habe ich gedacht, das war die Steigerung. Also das war, da ging einer und sagt nur, ich mach mal so. Und ging. Das ist doch der Schütze. Der sagt nicht, der haut dreimal auf den Tisch und sagt, ich mach mal so. In der Zeit hätte der Tschüss sagen können. Nee, ich mach mal so. 14. Unfassbar. Und das ist es aber. Das tragen wir nicht vor uns her, wie dieser Bayer mit seinem mir ist an mir und bayerische Gemüt oder der blöde Berliner, ich habe jahrelang privat schlafen können bei Busses. Jochen Busse sind befreundet, der wohnte jahrelang in Berlin, habe ich immer geschlafen, hatte eine Gästewohnung und dann habe ich immer prickelnden Schaumwein, der etwas teureren Klasse mitgebracht als Gastgeschenk, hatte den aber vergessen und dachte, jetzt holst du einen Blumenstrauß und bin Bahnhof Zoo, weil ich nicht wusste, wo kriegst du hier einen Blumenstrauß und ich kann den Dialekt nicht wirklich nachmachen und ich guckte mich um, es war alles hässlich, was die hatte, die hatte eben auch viel freistehende Blumen und ich guckte mich um, kann ich Ihnen helfen? Ich sage, ja, ich bräuchte einen Blumenstrauß, wäre schön, wenn wir den individuell zusammenstellen können. Da hat sie sich gefreut. Ja, und sie sagte, ja, wenn Ihnen hier nicht von gefällt, dann weiß ich auch nicht. Und da habe ich zu ihr gesagt, dann wären es doch Pralinen. Und dann bin ich gegangen. Weil ich dachte, da war mir sofort der Stecker gezogen. Das passiert dir hier nicht. Das würde dir hier nicht passieren. Das ist ein echt guter Punkt. Mich erinnert das ein bisschen an, also ich hatte in diesen ersten Jahren, die ich dann sehr bewusst dann auch hier Wurzeln geschlagen habe, immer so Momente, die so wie so Schlüsselmomente waren. Also einer davon war, als ich dann im Zusammenhang mit dem MSV plötzlich von wir sprach, wie haben wir gespielt? Mhm. Dann wusste ich, da ist was passiert. Oh, ist aber, ja, ist andere, weit, ja, andere. So weit bin ich noch nicht, muss ich gestehen. Ja. Naja, bei mir wechselt das so ein bisschen, je nachdem, wie viel Leidenskapazität ich gerade frei habe. Das ist von Saison zu Saison sehr unterschiedlich. Aber ich liebe es, im Stadion zu sein tatsächlich. Aber das einer dieser anderen Momente, die ich sehr bewusst registriert habe, war, das war im Zusammenhang mit diesem Song,
Da hatte der WDR hier die Lokalzeit diesen Song zum Anlass genommen, ein kleines Porträt über mich zu machen. War natürlich super aufregend, das war jetzt, weiß ich nicht, vor 7, 8 Jahren. Und die haben sich auch unfassbar viel Zeit für mich genommen und sind irgendwie mit 6 Leuten angereist und mit Licht und allem, weil wir wollten ja dann auch abends, wenn der Mond scheint, ein großes Tamtam, alles unfassbar aufregend. Und dann lief also dieser Beitrag, dann komme ich... Also tags drauf, nachdem abends dieser Beitrag gelaufen war, komme ich aus dem Haus, kommt mir ein älterer Herr entgegen, der wohl da auch in der Ecke lebte, und sagte dann irgendwie, habe ich Sie gestern im Fernsehen gesehen? Da habe ich erst überlegt, ob ich was sagen soll. So, nee. Dann habe ich gesagt, ja, das war ich, und war dann auf alles gefasst. Dann sagte er, war nicht verkehrt, war nicht verkehrt. Und ging dann, und dann habe ich mir sagen lassen, besser wird's nicht, Anke. Willkommen. Willkommen in Duisburg. Nicht verkehrt. Schönes nicht schön? Lob. Schönes Lob. Ja. Ja. Nicht geschimpft ist Glück genug, ne, jetzt im Süden. Ja, war nicht verkehrt, ist ein schönes Lob. Ja, ich habe mich total gefreut. Der ist mir dann immer mal über den Weg gelaufen, hat natürlich immer ganz treu gegrüßt. Aber das passt so gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Es ist an der Schweizer Grenze unten damals, also auch mit der Nähe zur Schweiz, dann eben habe ich das alles sehr... über die Bande empfunden, also so das menschliche Miteinander. Ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten, auch der ländlichen Gegend da nicht, aber ich hatte das Gefühl, ich musste immer überlegen, ist das, was dieses Gegenüber mir gerade sagt, jetzt ehrlich gemeint, kann ich mich darauf verlassen? Und gerade das Thema Lästern, hatte ich das Gefühl, war da sehr, sehr, sehr groß. Dann viele, die da leben. Ja, und wenn ich meine Cousine, da besuchen fahre, muss ich auch sagen, fällt mir das auch auf, so dass so dieser, ja, das gehört da irgendwie zum Lebensding dazu, dass man viel übereinander redet. Das mag hier auch sein, aber wir haben ja auch noch ganz andere Probleme und reden dann über ganz vieles andere auch. Und ich nehme es hier halt sehr, also mir ist irgendwann so dieses Wort wahrhaftig dazu in den Sinn gekommen, dass ich als Künstlerin und Mensch hier mit diesem Wahrhaftigen sehr gut klarkomme. Und ich bin froh, wenn ich weiß, wo ich dran bin. Ja? Das ist richtig. Wir lästern nicht, wir lassen die einfach stehen. Weißt du? Uns ist das, natürlich, wir lästern schon, das ist keine Frage, aber nicht so, nicht vis-à-vis. Wo du nicht weißt, was ernst gemeint ist. Ich hatte letztens eine Lesung in Gießen und die war präsentiert von einer Kanzlei und die hieß irgendwie Helduser Philips und Partner. Und ich hatte mir das nie aufgeschrieben und dann, wenn du so drin bist, fällt dir das auch nicht ein. Da habe ich gesagt, danke auch der Kanzlei Heuschuber und Co. Und da sagt dann der Seniorpartner, Vorsicht! Und dann, da saß natürlich alle im Anzug in den ersten 2 Reihen, Vorsicht! Ich sag, was denn? Was denn? Ich sag, komm doch. Und dann sagt er, ihr in Duisburg, ihr habt doch noch niemals ein Gericht. Und da habe ich gesagt, brauchen wir nicht, sowas klären wir auf der Straße. Sehr gut. Und du hast, aber das meine ich, weißt du, wenn du, ich nehme das alles nie ernst, weil ich sag mal, das Leben ist ernst genug, nicht mit mir, der Rest nicht mit mir. Mir ist das... die paar Tage, die wir noch haben, die sollen schön sein. Also das nie ärgern. Das ist jetzt ein schöner, gibt mir eine schöne Brücke zu etwas, was ich Ihnen gerne noch empfehlen möchte. Es gab vor wenigen Tagen einen Hausbesuch des Deutschlandfunks bei Kai Magnus Sting. Das ist eine knappe Stunde, die wirklich ganz, ganz... schön anzuhören ist, weil man auch über ihn als Menschen, ähnlich wie heute Abend auch, einiges erfährt. Und was mir imponiert, das möchte ich jetzt mal unabhängig von unseren Duisburg-Themen gerne auch nochmal aufgreifen, weil du das auch gerade sagtest. Du sagtest, du nimmst das nicht so ernst. Und in Wahrheit habe ich bei dir das Gefühl, du nimmst das alles sehr ernst und du hast sehr genau auf dem Zettel, was hier in Duisburg und eben auch was in der Welt los ist. Und dir ist das alles, was gerade los ist, und wenn es die Ukraine ist, dir ist nichts davon egal. Und die Art und Weise, wie du deinen Humor in die Welt trägst, ist nicht trotzdem, sondern deswegen. So nehme ich es bei dir wahr. Und das, ich meine, das war auch in diesem Deutschlandfunk-Interview, dass du das auch sagst, dass du das auch in deinem Programm mittlerweile sehr bewusst quasi mit reinnimmst. Dass das, glaube ich, so formuliert, dass die Menschen alle ihr Päckchen tragen und dass dir das sehr bewusst ist. Und von dem her, als du gerade sagtest, du nimmst das nicht ernst, habe ich gedacht, ja, ich weiß, was du meinst, und gleichzeitig möchte ich das so gerne einmal würdigen, dass ich das Gefühl habe, du tust aber also genau das trotzdem, dass du es sehr ernst nimmst. Ja. Als am 24. Februar das Ganze da unten, oder da unten nicht, da drüben losging, da habe ich wirklich 4 Abende hintereinander Solo gespielt.
Und dann geht um 20 Uhr geht das Licht an. Und da ist vollkommen egal. Das ist das Schöne an dem Beruf. Es ist vollkommen egal, wie es dir geht. Da fragt kein Mensch nach. Und wie es ihnen da geht. Das ist jeder Einzelne hat heute seinen Tag gehabt. Und natürlich als Komiker, sag ich mal, kann es immer passieren, dass du bei irgendeinem ins Fettnäpfchen trittst. Das ist so. Du machst eine Bemerkung über Frauen, über Schwule, über Essen, vollkommen egal. Und Tod. Und dann hatte gerade einer irgendwas oder eine Diagnose beim Arzt. Aber für den Moment, für diese 2 Stunden, sind wir eine Gruppe. Und ich finde, ich saß in den Garderoben, habe auf dem Handy die Nachrichten gelesen und denke, das ist ja unfassbar. Und dann reißt du dich zusammen und gehst raus. Also du blendest das überhaupt nicht aus, aber du lässt das auch nicht hinter dir. Du nimmst das mit, aber du sagst, meine Aufgabe, nicht für Ablenkung zu sorgen, für Zerstreuung. Das ist ein großer Unterschied. Also, dass man einfach mal sagt, für 2 Stunden machen wir mal was ganz anderes. Und ich sage das auch am Anfang, weil ich sage, wir wissen alle, was da draußen los ist. Und an welchen Fronten, vor den unterschiedlichsten Ebenen gekämpft wird. Ich sage, wir wissen das alle und wir setzen dem das entgegen, was wir heute Abend leisten können. Das ist das Lachen. Das ist es. Wir müssen dem entgegenlachen. Und ich erzähle was und die Leute lachen und schenken mir genau das, was ich ihnen gerade gegeben habe. Also es ist wirklich ein direkter Austausch. Und was Schöneres kann, ist anstrengend, es ist anstrengende Arbeit, aber wenn du das geschafft hast, dann sagst du, und ich brauche gar keinen Applaus am Schluss, weil ich, also das klingt anmaßend, meine ich gar nicht so, weil ich weiß ja, wenn in dem Moment des Lachens, das funktioniert, das ist angekommen, das ist, kriege ich immer Gänsehaut, das ist so, und dann denke ich mir, es hat funktioniert, und den Leuten, den Menschen hast du dafür, für 2 Stunden, hast du eine Zerstreuung gegeben, und wenn die nur einmal gelacht haben, ist völlig ewig, aber genau dieser Moment, der ist es, der das ausmacht, und das ist. Und die Gemeinschaft. Und die, genau. Also ich glaube, Zerstreuung ist total wichtig, aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, hier in Duisburg, weil das ist im Grunde genau das, weswegen wir hier diesen Abend auch machen. Genau. Und die Gemeinschaft. Genau. Und das ist das, was ich glaube, was wir alle brauchen, ja. Gerade in diesen Zeiten. Ja. Und was eben unser Ansinnen ist, ich meine, wir haben es hier auf dem Sonnenwald jetzt nicht leichter, sag ich mal so. Ne? Und dieses Gefühl von, was ist eigentlich wir in Duisburg, das stelle ich mir hier jeden Tag. Natürlich. Wer ist wir? Ja, klar. Wenn ich hier in meiner Buchhandlung bin, sind Sie alle da und es ist alles gut, es ist alles wunderbar. Ich trete vor die Türen und habe vergessen, ach ja, da war ja was. Ja, genau. Das ist ja gar nicht, dieser Kosmos ist ja gar nicht alles. Da draußen ist ja eine Welt und die ist so anders. Und dieses, das immer wieder wahrzunehmen und da immer wieder eine Balance herzustellen, immer wieder zu gucken, dass man da nicht aus dem Gleichgewicht gerät, das finde ich so wichtig. Und deswegen finde ich Gemeinschaft. Und das ist halt toll, wenn du auf die Bühne gehst. Du hast da hunderte, tausende Leute sitzen, mit denen du in dem Moment eine gute Zeit hast. Genau. Und das macht was mit genau. uns. Das aber, ist großartig. Ja, aber das macht es ja aus. Also ich habe gestern noch mit einem Sender ein für mich sehr unerfreuliches Gespräch geführt. Und dann sagt meine Frau dann abends auch, sagt das ja, was macht das denn mit dir? Ich sage, es hält mich lebendig. Wow. Weil, ja, also ich natürlich ärgere ich mich in dem Moment und explodiere. Aber dann denke ich mir, guck mal, wenn das nur so geht, jetzt muss, wupp, da sind wir doch wieder. Du trittst raus aus dem Kosmos und denkst, ach guck mal, da bist du ja wieder. Zack, bist du wieder. Ach gut, da war doch was. Und deswegen, das finde ich, das hält das Ganze, das hält's eben, ne? Das erdet dich. Zeigt dir, du musst demütig sein, das ist alles nicht selbstverständlich. Und und freu dich an dem, was geht und was du machen kannst. Und dann, ich weiß, als wir, was ich für unsere Branche, ich meine, euch geht es ja auch nicht gut, den Verlagen, was ich ganz gruselig finde, aber auch als wir 8 Monate nicht spielen durften, 8 Monate, da bin ich nach 8 Monaten auf die Bühne, ich weiß noch, wo Castrop-Rauxel,
Gladbeck, das war ein 1000er-Saal. 700 Stühle haben die gestellt, 300 durften rein, 300 Karten waren verkauft, es waren 200 Leute da, im Schachbrett. Und ich musste durchspielen, anderthalb Stunden. Das hatte ich leichte Corona-Wampe angefressen. Also ich hatte noch eine körperliche Schwere dazu, also es spielt eine große Rolle. Mhm. Eine Leichtigkeit ist weg oder eine macht dich einfach ein bisschen schwerfälliger. So, dann stehst du da und ich sage immer, ich habe zwar ein Programm, aber ich gucke immer, wo die Leute sind. Also wo holst du die ab, mit was? Mhm. Und sag immer, ich stehe wie bei Edeka vorm Regal und an so einem Abend und denke, ach komm, jetzt machst du das und jetzt nimmst du das und dann, ja, nee, jetzt nimmst du das. Also während ich spiele, mache ich das. Und ich stehe in Castrop, in Gladbeck, auf der Bühne, 1000er Saal, 700 Stühle, 200 und das Regal war leer. Also ich stand richtig, was machst du denn jetzt eigentlich? Also nicht, dass ich vorher nicht geguckt habe, aber es war weg und ich bin 2 Monate nach Hause gefahren und habe gesagt, ich kann das gar nicht mehr. Ich habe da kein Gefühl, also es hat 2 Monate gedauert, um wieder da zu sein, wo du warst, aber in den 2 Monaten Leute zu haben und wenn da nur 40 saßen und es ist ja auch noch nicht vorbei, also dass die Zahlen von früher erreicht wären, ist ja, ich war in Stuttgart, immer ausverkauft, 300 Leute, jetzt im März 80, dann sagt der Veranstalter, ja, Fahrtkosten können wir auch nicht übernehmen und Hotel müsste sie jetzt die Hälfte selber zahlen, weil uns geht es ja nicht so gut. So, und dann kriegst du die Abrechnung. Und dann bist du 2 Tage unterwegs, hast 400 Euro verdient, da gehen nochmal 20 an die Agentur und dann geht die Steuer runter. Und dann sagst du, Leute, aber du machst es, weil es schön ist und weil es deine Bestimmung ist. Also sowas gibt es auch. Deswegen, was du sagtest, genau das, was wir dann aber haben, wenn du trotzdem weitermachst und du die 40 oder 60 oder 80, die da sind, die haben Spaß. Und die wie man so neudeutsch sagt, die feiern das. Also die das wirklich, die freuen sich, dass es wieder geht und dass man spielt und dass was passiert. Ob die einen Mundschutz aufhaben oder nicht, ob die, ich habe den auch immer auf, wenn ich im Theater sitze oder im Kino. Jeder, wie er das für richtig hält und jeder, wie er das möchte. Und wenn einer sagt, ich würde gerne lieber hinten sitzen, alles völlig in Ordnung. Es wird irgendwie gemacht, aber man hat dieses Gefühl des Zusammenseins wieder. Und das haben wir hier in Duisburg immer schon gehabt, ob man jetzt einen drüber kriegt oder nicht, ob man wieder sich denkt, was haben die sich da wieder ausgedacht oder nicht, aber trotzdem ist es schön. Ne? Ich glaube, das trotzdem. Vielleicht, das wäre ein schöner Slogan, Duisburg ist echt trotzdem. Das wäre eine sinnvolle, oder? Ich rufe den mal an. Ich ja, mach das mal. Ich glaube, die hören zu. Ich habe viel geredet gerade. Das war die Idee, Kai Magnus. Ja. Nein, ich bin sehr froh, dass wir auch jetzt einfach drauf losgelegt haben. Und ich persönlich finde es eben auch so spannend, dann persönliche Einblicke zu bekommen und auch zu hören, was dich da so antreibt. Und um jetzt auch nochmal so ein bisschen die Klammer zu bilden zu deinen aktuellen Sachen und um nochmal auf die Gurken und Teil 3 zu sprechen zu kommen, erschienen im August, ne? Da ist es eben auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel diese Gespräche und das, was Kai Magnus Sting so von sich erzählt, wenn man das im Ohr hat und dann hört man dieses Hörspiel, dann wird man auch manches anders hören tatsächlich. Also zum Beispiel fällt zum Schluss hin dieser großartige Satz, das Lachen ist der Feind der Angst. Und da habe ich so gedacht, das ist doch jetzt... Das ist ein kluger Mensch gesagt. Ja, ja, mit klugen Gedanken will ich noch hinzufügen. Und klar möchte ich nichts spoilern. Ja. Aber ich glaube, das, was da mit dieser Nachrichtensendung ganz zum Schluss läuft, das kann man sagen. Ne? Ja, ja. Das habe ich total gefallen. Weil, also zum Beispiel sehr großartig in diesem Hörspiel finde ich, dass das Thema mit dem Gendern aufgegriffen wird. Ja. Und an bestimmten Stellen wird Wert darauf gelegt, an anderen dann gar nicht. Das finde ich dann aber auch bezeichnend, weil in diesem Hörspiel ist nichts dem Zufall überlassen. Also das zum Beispiel zu beobachten, wann wird gegendert oder nicht und wann ist das Thema und wann nicht. Und zum Beispiel im Zusammenhang mit den Diktatoren, denen dann Witzebücher oder ein Witzebuch geschickt werden soll, damit sie sich totlachen. Und de facto in der Nachrichtensendung am Schluss ist es dann die Meldung, dass die Diktatoren, und da wird dann nicht gegendert, alle tot sind, weil sie sich totgelacht haben.
gemacht haben, weil ihnen entsprechende Bücher geschickt wurden. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, wow, das ist, glaube ich, das, was die Zerstreuung dann von der Ablenkung unterscheidet. Also wirklich großes Kino, wenn man das bei einem Hörspiel so sagen darf. Ich habe tatsächlich schon vor Jahren gedacht, was wir eigentlich mit dem Innenhafen machen. Weil wir da ja quasi am Anfang des Wortes gendern, da kann man schon mal sehr durcheinander kommen. Ja, ne? Stimmt, das ist also richtig. Weiß nicht, ob wir irgendwann dann Hafen innen sagen müssen. Wir haben letzte Woche ein Hörspiel aufgenommen, da eine Passage, da mit Dietmar Bär, Ulrike Kriener, Felix von Manteuffel und Gisela Schneeberger, auf die mich sehr gefreut habe. Eine zauberhafte Frau. Also unverändert. Also toll. Naja. Toll. Also, das ist ja das Schöne, wenn du dann hast du so, ich schreibe das dann habe ich so Leute im Ohr und dann kann ich Gott sei Dank dem WDR sagen, ich hätte gerne die oder den. Guck mal. Manchmal schreibe ich die auch an und sage, habt ihr Lust mitzumachen? Ja, wir kommen. Das müssen die nur öffentlich anfragen. Und dann fragen sie auch Gott sei Dank an. Gisela Schneeberger war echt eine Wunschkandidatin. Und zauberhaft. Und die spielt eine Kriminalrätin und es werden ich bin Pathologe und leite die Kantine. Und dann sagt der Kommissar, seitdem der Pathologe die Kantine leitet, gibt es oft Innereien. Und dann sage ich, ja, und Gehacktes. Also, ja, es ist, naja. Und es kommt am 3., den 4. und 5. November, WDR 5, Mord zu 5 heißt das. Okay. Und im Frühjahr kommt es auf CD raus, beim Hörverlag. Also wirklich schön. Also ich weiß noch nicht, ob es schön geworden ist, aber die Aufnahmen waren toll. Da gibt es eine Passage, da ist der Assistent, der checkt so Videoaufnahmen. Und da sagt die Kriminalrätin, die filmen ihre Schwimmer innen. Ich sage, nee, nicht drinnen, aber draußen. Gendern. Ja. Also, ich glaube, das ist auch so ein Thema, das echt Humor verträgt, im Zweifel. Ne? Also, furchtbar. Ja. Aber furchtbar ist auch wieder falsch. Es ist schon alles richtig. Aber ich finde, da muss das Maß gehalten werden. Und wenn ich da, also bevor ich sagen würde, alle PolitikerInnen, da würde ich eher sagen, ich verschwende mehr Energie und sage alle Politikerinnen und Politiker. Ich finde dieses, wenn ich das immer höre, alle AutorInnen, ne, oder? Also ich bin da aber auch sehr, ich muss sagen, ich bin da sehr unempfindlich in allem, weil ich immer weiß, ich sage mir, ich weiß ja, was gemeint ist. Also wenn einer sagt, wie werden Sie jetzt ausgesprochen, Sting oder Sting, dann sage ich, Sie können mich nennen, wie Sie wollen, ich weiß ja, wen Sie meinen, wenn Sie mich haben. Ja, also ich bin, aber natürlich, wenn aber eine Gruppe für etwas kämpft und sich da nicht vertreten fühlt, ist es vollkommen richtig, dass man das berücksichtigt. Sehe das alles ein. Meine Mutter sagt immer, der Ton macht die Musik. Genau. Und ich finde, das ist in vielem so, dass wir Menschen ja durchaus ein Gespür dafür haben, ob der Mensch vor uns gerade mit Respekt begegnet oder nicht. Genau. Und ich finde, das ist auch mit dem Siezen und Duzen. Also in unserer Branche wird ja, also bei uns in der Musikbranche wird nur geduzt. Da wird man nicht ernst genommen, wenn man siezt. So, und den Respekt verschafft man sich halt auf andere Weise und nicht über das Siezen so. Ne? Und aber trotzdem, also weil ich eben auch viel Wert auf Sprache lege, klar, habe ich mir da auch meine Gedanken gemacht. Und ich bin zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen wie du. Nicht, dass wir jetzt hier über das Gender noch länger sprechen müssten, aber dieses, ich mag das, wenn die Dinge im Fluss sind und dieses Stoppschild mitten im Satz, wenn man dann AutorInnen sagt, komme ich auch nicht so richtig drauf klar und finde dann im Zweifel, wenn es mir wichtig ist, beide oder noch mehr Geschlechter angesprochen zu haben, dann mache ich es, so wie du sagtest. Genau. Ne? Ja. Gibt es denn noch andere Projekte, auf die wir an dieser Stelle gerne hinweisen, weil wir biegen so langsam auf die Zielgerade ab. Ja. Wir hatten ja gesagt, wir machen ohne Pause und preschen quasi durch, preschen bis durch. Uns die Leute vom Stuhl fallen. Ja, haben Sie Fragen? So für die, haben Sie irgendwelche Fragen? Fragen an Kai Magnus Sting. So nah dran waren Sie noch nie. So nah. Ach Gott. An dieser Stelle folgte ein Wortbeitrag aus dem Publikum, der sich kritisch auseinandersetzte mit dem Thema Zuwanderung und deren Auswirkungen auf Duisburg. Da er ausführlich ausfiel und persönliche Angaben enthielt, haben wir ihn herausgeschnitten. Es geht weiter mit einer Antwort darauf.
wenn ich Ihren Beitrag jetzt mal noch so als sehr, sehr wertvollen Impuls mit integrieren darf, weil du sprachst ja eben auch von diesem, du hast die Frage in den Raum gefunden, was ist denn dieses Wir? Und ich, also wenn ich eines begriffen habe, weil ich mich als Künstlerin auch viel mit dem Thema Werte beschäftigt habe, wenn ich eines begriffen habe, dann ist es, dass es Themen gibt, die man nicht sich selbst überlassen kann. Und diese Frage nach unseren Werten, meinetwegen demokratischen Werten, oder auch die Frage nach dem Wir als Stadtgemeinschaft oder auch als Gesellschaft, das sind große Themen. Und ich finde, in dem Moment, in dem man, ich habe das mal von einer Freundin so übernommen, wenn du das Problem siehst, hast du die Entscheidung, ob du Teil des Problems oder Teil der Lösung bist. So als Faustregel habe ich mir das so ein bisschen eingebrannt, weil ich tatsächlich immer wieder auch solche Themen für mich selber als Auftrag mitnehme. Natürlich müssen sich alle bewegen, natürlich muss auf allen Seiten die Bereitschaft sein, mit anzupacken. Das ist völlig klar. So, ne? Deswegen möchte ich das auch jetzt gar nicht zu sehr, wie soll ich sagen, möchte an dieses Thema nicht zu sehr heranzoomen. Aber ich finde wichtig, im Herzen zu tragen, die Frage, was ist dieses Wir? Oder was ist das Wir, das ich mir wünsche? Und welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Und um jetzt mal ein ganz plattes Beispiel vielleicht in Antwort auf das, was Sie sagen, von mir beizusteuern. Ich war mehrfach im Libanon auf Konzertreise. Das heißt also vor vielen Jahren, als auch der Krieg in Syrien noch nicht war und wir auch hier mit der arabischen Mentalität noch nicht so viel zu tun hatten, war ich dann also im Libanon auf Konzertreise und hatte vor allen Dingen von meiner ersten Reise riesigen Respekt und auch ganz viele Vorurteile, habe ich festgestellt. Und ich kam dann in ein Land, das mich so offenherzig und das betraf alle Menschen, mit reinnahm, dass es mich also fast schon beschämt hat, weil im Kontrast dazu waren ja meine Vorurteile gewesen. Und ich habe damals, ich hatte dann insgesamt 5 Konzertreisen, also hatte ich auch die Gelegenheit, da wirklich ein Stück weit reinzuwachsen. Ich wurde dann auch für viele Frauen da so ein bisschen zum Vorbild, weil ich relativ emanzipiert auf die Bühne ging. Das wurde toleriert. Die Situation heute mag eine ganz andere sein. Aber ich habe da ganz viele Berührungsängste abbauen können. Und wenn ich zum Beispiel hier mit zum Beispiel arabischen Menschen in Kontakt komme, habe ich eine ganz andere, gelassenere Art, auf die zuzugehen und mache damit unfassbar gute Erfahrungen. Und das liegt daran, dass ich mich auch, wie soll ich sagen, hinterfrage und auch versuche, Berührungspunkte dann zuzulassen. Das meine ich jetzt nicht als altklugen Tipp. Ich will damit nur sagen, so wie du wahrscheinlich auch, habe ich diese Themen sehr präsent auf der Festplatte. Und natürlich will ich auch nichts schönreden, aber ich bin trotzdem ein ganz großer Fan davon, mich täglich zu fragen, okay, bin ich gerade Teil des Problems oder Teil der Lösung? Bin ich gerade konstruktiv oder bin ich gerade einfach nur eine von denen, die sich für was Besseres hält? So, weiß nicht. Das ist es, genau. Also ich denke, es gibt ja immer, es gibt immer überall, und das meine ich nicht die goldenen Quadrate auf dem Boden, es gibt ja wirklich immer überall Stolpersteine, über die man stolpert. Ich habe in 27 Jahren Tournee habe ich immer wieder erlebt, egal zu welcher Uhrzeit, du egal wohin kommst, der Deutsche hat schon zu, der Ausländer macht die Küche auf. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen mehr platt gedacht, aber Sie sehen, das ist die ausländische Küche. Und da bin ich, es gibt immer auch... Das, wie viele Techniker ich hatte, ein Stück, da gab es Zuspieler, Lichtwechsel. Ich habe den durchweg eigentlich deutschen Technikern das Manuskript gegeben. Und es gab dann Abende, da sitzt du, da wartest du auf der Bühne auf den Zuspieler, du kennst das ja, auf den Lichtwechsel. Und da habe ich nachher gesagt, was war los? Ja, und der Legastheniker konnte wieder lesen noch schreiben. Wo ich sage, dann sag, ist doch gar kein Problem, aber sag's doch. Und also, ich sag mal, die Welt ist bunt. Ja. Genau. Wir sitzen an den Stiften, malen wir was Schönes draus. Das ist ein schönes Ding. Soll ich noch einen Song dazu kommen? Gerne, ja, selbstverständlich. Hast du noch irgendwas, was du gerne... Nein, ich wurde gerade gefragt, ob ich irgendwas noch habe. Es war schön mit Ihnen, vielen Dank. Das habe ich noch, ja. Ich hätte noch einen Song als Abschluss im Angebot, der vielleicht thematisch auch ein bisschen dazu passt. Thankful for the Sunshine, also diesmal was Englisches, sehen Sie es mir nach, dass ich ausgerechnet jetzt mit einem nicht-deutschen Song ankomme. Ein englischer Titel, der im Grunde genommen davon handelt, ja, also so im Refrain heißt es unter anderem, wenn es so aussieht, als gäbe es keine Wunder, müsstest du es halt einfach selber sein. Und da das im Deutschen vergleichsweise kitschig klingt, habe ich es wahrscheinlich auf Englisch gemacht. Aber vielleicht eine schöne Botschaft auch für das, was wir jetzt hier heute Abend gemacht haben. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du so da warst, wie du da warst und uns beehrt hast. Ich finde, das muss man wirklich so sagen, es war eine ganz große Freude.
Danke, dass wir hier sein. Danke für die Einladung. Danke, dass du da warst. Danke. Danke, dass wir die Buchhandlung Scheuermann so in Anspruch nehmen durften und übernehmen durften. Und dann gehe ich jetzt rüber ans Klavier, ganz lässig. I am thankful for the sunshine. I am thankful for the rain. I am thankful for this lifetime and the knowingness I gain. To be thankful for the good days, but I like the bad ones too. For it's all part of the playground crashed and made for me and you. If there seem to be no miracles, I'll be the miracle myself. I am thankful for the sunshine. I'm thankful for the rain. When I'm frustrated, tired, depressed, and I feel lonely, the fridge is empty and I wonder, is this the life I've been striving for? And so I'm nagging, whining, crying, and I'm complaining. It just ain't fair that I've been working and working and working with no results. But I'm thankful for the sunshine. I'm thankful for the rain. I'm thankful for this lifetime and the knowingness I gain. And to be thankful for the good days, but I like the bad ones too. For it's all part of the playground cause you made for me and you. If there seem to be no miracles, I'll be the miracle myself. I'm thankful for the sunshine, I'm thankful for the rain. Is there anybody out there who can hear me? Is there anybody out there who can lend me a helping hand? Can somebody tell me where all this is going? Please don't tell me I'll be working and working and working with no results. But I'm thankful for the sunshine, I'm thankful for the rain, I'm thankful for this lifetime and the knowingness I gain. To be thankful for the good days, but I like the bad ones too. For it's all part of the playgrounds cause you made for me and you. If there seem to be no miracles, I'll be the miracle myself. I am thankful for the sunshine. I'm thankful for the rain. I'm thankful for the sunshine. I'm thankful for the rain. Ooh, I'm thankful for the rain. Thank you.